MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Hallo und herzlich willkommen zurück zu BeatCop Tag 4, Ziegelrot. Ha, dann sehen wir mal, wie sie sich geschlagen haben, Kelly. Oh Gott, ich habe schlechtes Gefühl. Sie haben ihre Strafzettelquote erfüllt. Easy, gute Arbeit, Dankeschön. Sie sind mit der vollen Kraft des Gesetzes eingeschritten. Sie haben einige der Diebe gefasst. Gute Arbeit. Weiter so und wir können über eine Gehaltserhöhung sprechen. Notizbücher raus und hergehört. Stellen Sie 5 Strafzettel für Parkverstöße aus. Lassen Sie mindestens 3 von Ihnen abschleppen. Dann zeigen wir, wie man anständig parkt. Sicher, Boss. Kelly, für Ihre gute Arbeit bekommen Sie eine Belohnung. Yes! Sie dürfen einem unserer Gäste die Nachbarschaft zeigen. Einen Polizisten aus Russland. Sein Name ist Igor Denko. Ich hab zu schnell Yes gesagt. Wieso ich? Weil sie neu sind. Und weil ich sie nicht mag. Ich habe keine Zeit für so einen Schwachsinn. Es wird sie den ganzen Tag über begleiten. Sie sind für ihn verantwortlich. Scheiße. Haben sie was gesagt? Scheiße. Das ist die richtige Einstellung. Kelly, ihr zwei werdet sicher Spaß haben. Haha. Verhalten Sie sich ja vorbildlich. Kelly, eine Sache noch. Ich hoffe, Sie haben heute $300 für die Alimente parat. Ansonsten werde ich Ihren Pleitearsch rausschmeißen. Das Finanzamt macht mir schon genug Ärger. Ich weiß, Boss, es ist nur, dass mein Gehalt hier deutlich geringer ausfällt. Was haben Sie da gerade gesagt? Ich kümmere mich darum. Ihr Arsch steht auf dem Spiel, Kelly. Genug geredet, an die Arbeit. Heute habe ich etwas wahrlich Erstaunliches gesehen. Was war es, Sir? Ein Rudel Ratten in der U-Bahn. Das klingt ziemlich normal, Sir. Es sah aus, als wollten Sie die Form eines Menschen nachempfinden. Vielleicht ist das nur Ihre Interpretation, Sir. Vielleicht, aber was haben Sie dann in diesem Trenchcoat gemacht? Endlich können wir es diesen Gangstern zeigen. Lasst uns die Stadt gemeinsam wieder gerade rücken. Gemeinsam? McNabb, mit dir würde ich nicht mal kacken gehen. Vor 3 Jahren hatten wir ein Erpressungsproblem. Ja, ich erinnere mich, auf der 76. Wache. Musu hat da gearbeitet. Er wurde gefeuert. Wie sind sie damit umgegangen? Sie haben die Gangster verdrängt und das Geschäft übernommen. Es ist doch krank. Hast du ein Problem mit Recht und Ordnung, McNabb? Das widerspricht doch allem, wofür dieser Job stehen sollte. Willst du etwa zur Innenrevision wechseln? Ist ja nicht so, als würden dich irgendjemand hier mögen. Dafür ist er ein zu großer Schlappschwanz. Was für ein Job, ich brauche einen Drink. Wollen wir heute Abend einen trinken gehen? Ich kann nicht. Kevin hat heute Abend ein Spiel. Er versprochen, ich würde da sein. Ich gehe. Mit Ihnen gehe ich alleine nirgendwo hin. Kelly, verteidigen Sie dir Ihre eine Dame? Nicht heute, ich bin völlig alle. Wer nicht trinkt, ist ein Spitze. Wer zum Teufel hat sie gefragt? Sie gehen ja nicht, also halten Sie den Rand. Ach, was soll's, ich gehe. Dann gehe ich auch. Der Liebesmeister kommt auch. Vielleicht mal beim nächsten Mal, Kelly? Sicher. Wegen dieser Erpressung muss ich den Gürtel enger schnallen. Das sind schwere Zeiten. Hör auf zu heulen. Zumindest hast du Anlass, was dagegen zu unternehmen. Was kann ich denn tun? Riss weiter, Fettsack. Auf die Streife, auf geht's. Los geht's. Nächster Tag. Ich sage es noch einmal. 5 Strafzettel für Parkverstöße. Und 3 Wagen abschleppen. Denen bringen wir das Parkmal. Sonst sowas? Wollen Sie Pommes dazu? Und passen Sie auf den Fettsack auf. Sind Sie nur was der andere? So euer Ernst. Na dann los, jemand möchte parken. Okay. Also gut, Igor, hören Sie mir zu. Wo ist Ihre Uniform? Ich habe Handel gemacht. Was meinen Sie? Sie haben Handel gemacht. Für einen Trainingsanzug? Für Dollar Trainingsanzug. Ich habe gekauft. Okay. Bleiben Sie in meiner Nähe und verlaufen Sie sich nicht. Ich fange Sie keinen Krieg an. Keine Sorge, Prichatl. Jo, Uje, okay? Passen Sie ja auf. Borosho. 421 im Ansatz. Vergessen Sie nicht Ihre Straßsilke. Einen schönen Tag, 421. Ja, Reifenkontrolle. Kaputter Reifen. Strafzettel. Reifenparkverstoß. Zack, zack, zack. Wo geht er hin? Gott verdammt. Hier ist 421. Zentrale braucht einen Einschleppwagen. Abschleppdienst ist unterwegs. Er parkt hier auch falsch. Er ist in den Liquor Store gegangen. Okay. Sieht, glaube ich, gut aus. Aber er parkt auf No Parking. Hier ist 421. Zentrale braucht einen Typ mit blablabla. Ja, in den Liquor Store. Wir gehen rein. Trinken Sie nicht zu viel. Sie machen mir die Hölle heiß dafür, Sie hierher zu lassen.
Keine Sorge, Brichattel Kerli. Ivan ist mein Bruder und sie sind auch Bruder. Polizeibruder. Kerli aus Brooklyn. US und A. Hätte jemals die Klappe. Ich werde auch unseren Gast im Auge behalten, mein Genossen. Danke, Ivan. Ich schulde Ihnen was. Kein Problem, Kerli. Kein Problem, Kerli. Amerikanischer Brichattel. Oder wie auch immer. Wenn irgendjemand da draußen Russisch spricht von meinen Zuschauern, bitte tötet mich nicht, dass ich es komplett verhunze. Kommen Sie rein, irgendein Angebot haben Sie? Die Gang handelt mit Drogen. Grauer Lieferladen, Bird Economics. Eine Durchsuchung wäre für uns beide von Torteil. Sie parken hier ihn vor dem Pfandhaus. Okay. Ich kümmere mich drum. Sehr gut. Ich werde es mit meinen Geschäftspartnern wissen lassen. Super. Reifenkontrolle. Ah, die sind abgenutzt, ja. Die sind abgenutzt. Und Parkverstoß für No Parking. Zone. Zack, zack. Bitte, Officer, schreiben Sie nicht weiter. Wir können doch sicher ins Geschäft kommen, was? Wie bitte? Ich habe einen 20er für Sie. Das Geld macht sich besser in Ihrer Tasche als Status. Nein, tut es nicht. Verzeihen Sie sich. Lassen Sie mich nicht bestellen. Noch nicht, verdammter. Was sagen Sie? Nichts, ich gehe schon. Ich bin schon weg. Leider kann ich ihn dafür nicht abschleppen. Das wäre mein dritter Abschleppwagen gewesen. Reifenkontrolle. Reifen. Okay. Und okay. Parkverstoß allerdings. Es gibt Beschwerden. Wo gibt es Beschwerden? Ich habe es nicht gesehen. Er wird abgestellt. Okay. Ich habe nicht wirklich gesehen. Okay. Er ist draußen. Crazy Brooklyn. Okay, für heute haben Sie genug getrunken. Aber es ist erst 9 Uhr. Sie müssen jetzt auch etwas essen. Gehen Sie zu 629. Holen Sie sich einen Donut. Okay, Freund. Ist gut. Ich hole sie dann nachher ab. Schon wieder in No-Parking-Zone. Ich muss aber nach rechts definitiv überspringen. Scheiß auf die Reifen. Stell ihnen einen Parkverstoß aus und lass ihn abschleppen. Hier ist 421. Zentrale braucht einen Abschleppwagen. Der Schlepper ist unterwegs, das ist super. Da haben wir auch ein Parkuhr expired. Reifen. Können wir einmal kurz durchgucken? Reifen sehen okay aus, aber Parkverstoß. Weg damit. Zentrale. Na, haben Sie was für mich? Ich komme herum, höre das eine oder andere. Die Schwarzen machen sich in die Hosen, versuchen die Mörder des fetten Polizisten zu finden. Hat ihnen so richtig das Geschäft versaut, als sie sich... Sie sind echt mies drauf und die Italiener freuen sich dafür, weil die Polizei sich mit den Schwarzen anlegt. Deshalb, die haben sich in der Pizzeria gehört. Interessant. Brauchen Sie etwas? Nein, mir geht es gut. Komm, gib ihm den 20er. Essen Sie mal was Warmes. Danke, ich werde sehen, was ich tun kann. Passen Sie auf sich auf. Halten Sie die Augen offen. So, wir haben hier einmal Parkour-Kontrollen. Spires. Reifen können wir einmal kurz... Wir gucken uns die ersten zwei an, wenn die okay sind, dann lassen wir es. Bisschen Zeit sparen. Ah, er fährt natürlich jetzt. Gut. Hier ist die Zentrale, die sorgt im Moonwalk für Aufruhr. Wissen Sie, was dort vor sich geht? Ich kümmere mich drum. Zum Glück sind wir gerade beim Moonwalk. Hey Norma, Igor, was ist los? Officer, Sie kennen einander. Er hat all meine Kunden verjagt. Was hier ist nur einer der höchstens drei. Er ist völlig besoffen. Zuerst wollte er das Bobrennen sehen. Also habe ich den Sender gewechselt. Dann hat er einen Chor gesehen. Alexandrov, Mütterchen, Russland, noch mir. Genau den. Dann stieg er auf den Tisch und fing an zu singen. Ich bat ihn, das zu lassen, weil er anfing, die Kunden zu verschrecken. Und dann ist er völlig durchgedreht. Im Fernsehen lief diese Werbung für den neuen Rocky-Film. Er sah diesen Russen mit diesem Bürstenhaarschnitt. Und dann war alles vorbei. Er fing an, alles kurz und klein zu schlagen. Drago, mein Brichattel, wollte Fresse polieren. Igor, meine Geduld ist offiziell am Ende. Entschuldigen Sie sich und verschwinden Sie von hier. Kerli, Brichattel, bitte nochmal. Ich werde die Rechnung an die Wache schicken. Alles klar. Ich muss mich konzentrieren und diese Autos möglichst schnell durchsuchen. Es ist immer ein Wettlauf gegen die Zeit. Ich bin sicher, dass ich etwas finde. Ich muss das ganze Paket finden, um das herauszubekommen, ohne es zu beschädigen. Ansonsten kann ich ihn von vorne erfahren. Und ich kann schlecht den ganzen Tag neben diesem Wagen stehen. Okay, dann ab an die Arbeit.
Auto durchsuchen. Ich muss mich beeilen. Das ist nicht gerade legal. Scheiße, nicht geschafft. Was ist das, Kelly? Haben Sie einen Donut über? Habe ich davon keinen zu Hause? Ich habe Geschenke für meine Kinder versprochen. Kaufe mit Dollar. Igor wartet. Warten Sie. Das ist nicht sein Eigentum. Er macht nur Werbung für den Laden in einem Donut-Kostüm. Dann nehmen Sie ihn fest. Ich schnappe Donut. Nein, Igor. Kaufen Sie einfach Donuts. Fertig aus. Gorosson, Kelly. Beruhigen Sie sich. Kein Problem. Ich konnte nichts finden. Ich muss es nochmal probieren. Wir haben aber auch zwei Leute, die hier stehen. Auto durchsuchen. Ich weiß natürlich jetzt auch gerade nicht, was genau meine Aufgabe ist. Ah ja. Okay. Scheiße, nicht geschafft. Okay, es ist unter dem Reifen. Ich konnte nichts tun, das muss ich nochmal probieren. Okay. Können nicht. Wir reden einmal kurz. Hey, Bulle, was willst du pennen? Es gibt da einen Job für jemanden unauffällig. Ein Bodengang, Abholung, Lieferung. Wir müssten eigentlich... Komm. Geh zu 633 und hol ein PKW von Reiben. 20 wartet darauf in 651. Du kommst in Fuffi für deine Mühe. Okay, 633 soll ich, glaube ich, gehen. 633 Reiben. Ja, ist Officer Kelly, ich bin für das Paket. Willkommen. Ja, Officer. Mr. Reiben. Ja, ich soll hier etwas abholen. Ja. Bitte sehr. Bis später. Und zu 615. Ganz anderes Ende der Stadt. Vielleicht müssen wir tatsächlich den Drogenwagen da stehen lassen. Ich bin auch zu blöd für das Minispiel. Reifenparkour ist total überzogen. Zack, zack. Zack. 615, bei wem soll ich es abheben? Swanson, okay. Swanson. Hier ist Officer Kelly, ich habe das Paket. Kommen Sie hoch. Ist das Swanson? Ja, ich habe Sie erwartet. Haben Sie das Paket? Das habe ich. Gute Arbeit. Danke, danke für Sie. Da sind meine 50 Dollar. Und ein bisschen was für die Gang gemacht. Reifen kontrollieren. Der ist kaputt. Parkour ist auch. Ich expired. Das sieht man ja schon von vornherein. Double Double. Für den Strafzettel. Auf jeden Fall beim Diner. Ich bin beim Diner. Seit gegen Rupel. Ja, ja, ja. Jetzt war eins, jetzt sehen, was geht, Sieger. Behalten Sie ein Auge auf ihn. Ich muss ihn nicht die ganze Zeit bewachen. Sie sollten ihn nicht aus den Augen lassen. Wir wissen, liegen sicher schon auf dem Lauer. Und warten darauf, uns zu bombardieren. Hör mal mit der Ruhe. Ich sehe gleich mal nach. Der Boss wird sie feuern, wenn sie nicht. Wenn die mir irgendwas tut. Okay, naja, wir können ihn leider nicht verfolgen. Es ist mir wichtiger, Igor im Auge zu behalten. Mein Freund war hier. Sieht aus wie ein Bär, spricht mit einem russischen Akzent. Ah ja, Igor, der ist echt süß. Wo ist er hin? Keine Ahnung. Am besten fragen Sie Ivan. Ich wette, die haben bereits Bekanntschaft miteinander gemacht. Sicher hat er es seinen Genossen alles erzählt. Wenn es jemand weiß, dann er. Okay, wir haben ihn verloren. Verdammt. Guten Tag. Wer ist mit einem Mittagessen? Geht aufs Haus. Nee, danke. Leider keine Zeit. Hey, wir haben sich die Yankees geschlagen. Nicht gut, sie haben 5-7 gegen Oakland verloren. Der Reifen sind in Ordnung. Wir haben natürlich Zeit für ab und zu mal so einen Parkverstoß auszustellen. So.
Also, Ivan war, glaube ich, hier. 421 Überfall beim Pornoladen. Bin unterwegs. Ich bin hier. Das ist natürlich Glück für uns, dass wir ihn verhaften können. Kommt mein Streifenwagen auch mal? Heute mal ein bisschen länger, ja? Lass dir ruhig Zeit. Voller Geil, Zeit für einen Happen. Igor ist verschwunden. Er muss irgendwo in der Nähe sein. Wo ist er? Ich bin sicher, Sie wissen es. Ich habe Ihnen doch gesagt, ich weiß es nicht. Ivan, Sie wissen es besser, als mir im Weg zu stehen. Okay, ich sage es Ihnen. Er sagte, er wollte Liebe finden. Mehr weiß ich auch nicht. Fragen Sie nebenan, er hat sicher zuerst nachgesehen. Ich hätte es wissen müssen. Igor, ich habe überall nach Ihnen gesucht. Hallo Kreli, wo waren Sie? Officer, wir haben ein Problem. Wo ich war? Sie sind derjenige, der... Moment. Wessen Füße sind das hinter dem Vorhang? Und wessen Blut ist das? Das ist das Problem. Was zum Teufel ist passiert? Es gibt ein Handgemenge und Igor hatte zu fest gehauen. Keine Sorge, Kerli. Ich putze Boden, bis er glänzt. Bitte sagen Sie mir nicht, dass der Kerl noch atmet. Gerade so. Ja, nur gerade so, Kerli. Ich reiße Schwachsinn umher, als wäre er Marionette. So verliere ich also meinen Job. Keine Sorge, KGB kümmert sich um alles. Igor, verdammt nochmal, das ist die USA, nicht die UdSSR. Schnappen Sie etwas frische Luft. Sie haben genug getan. Gorosio, Kerli. Ich hole schwarze Mädchen. Was für schwarze Mädchen? In 609 dunkle Brüste wie in Filmen. Meinetwegen, gehen Sie dorthin und warten Sie auf mich. Aber halten Sie endlich mal den Mund. Grosso, grosso, Brooklyn, Gracia, Land. Gellige Fürstchen, es ist Zeit, sowas zu melden. Wagen Sie es nicht, ich überlege mir was. Wollen Sie es verschwinden lassen, wie Igor sagte? Froggy, wenn das die Runde macht, bin ich erledigt. Dann lassen Sie uns reine machen. Ich kenne jemanden, dem wir trauen können. Ich verstehe es nicht. Warum wollen Sie mir helfen? Sie wissen, dass ich pleite bin. Ich komme kaum über die Runden. Wissen Sie, ich habe auch ab und an Hilfe gebraucht. Und es war immer jemand da, der mir helfen konnte. Warum sollten Ihnen also jetzt nicht helfen? Die Nachbarschaft ist, wie sie ist. Solche Dinge passieren. Froggy, wenn Sie jemals etwas brauchen. Irgendwas, verstehen Sie? Sicher, jetzt gehen Sie. Warten Sie lieber ein Auge auf diesen Bären von einem Mann. Wir wollen ja nicht noch mehr Leichen, nicht wahr? Tatsächlich, warum ist hier ein Polizeiwagen? 609. Ist jetzt natürlich, wie hört sich davon jetzt schwarz an? Hier nichts. Ist mit Dixie zum Apartment gegangen, okay. Hier ist leider kein D, wie Dixie. Hey Officer, Lust auf eine flotte Nummer? Jetzt ist Happy Hour, ich gebe halt heim. Nein. Wenn ich tat, wenn ich bezahlen muss, bla bla. 609 zu Apartment 1. Haha. Lies doch mal. The Home. Hier ist Officer Kelly. Oh, Officer, willkommen. Wieso erst bin ich heute nicht hier? Ich suche einen Kollegen. Er ist fett und spricht mit einem russischen Akzent. Er ist hier, kommen Sie rein. Igor, sind Sie hier? Kiali, Bratje, gesellen Sie sich zu uns. Warum tun Sie mir das an? Ich habe überall nach Ihnen gesucht. Beruhigen Sie sich, Mann. Joshua Ashoy. Ich muss es probieren, ja? In Mütterchen Russland gibt es keine schwarzen Mädchen. Hier ist 421, die Schicht ist fast rum. Igor, geht es gut. Gute Arbeit. Das war ein wilder Tag, Igor. Ist alles in Ordnung? Ja, so. Brooklyn Klasse. Ich liebe New York. Viele Sehenswürdigkeiten, hübsche Mütchen überall. Großväterchen Josef wäre stolz. Denken Sie nur an unser kleines Geheimnis, ja? Okay, Kerli, okay. Sehen Sie, was ich gekauft habe? Bauer S, Campcore und Walkman. So, so, nicht schlecht. Zu Hause haben wir solche Dinge nicht. Nur eine Sache macht mir Sorgen, Kerli. Was wäre das? Stimmt es, was Sie daheim über euch schreiben? Was meinen Sie? Dass schwarze Dieben nichts wert sind. Er steigt ein, tatsächlich. Super. Unser Tag ist also damit vorbei, was Igor angeht. Reifen sind in Ordnung. Mein Tag ist halt wirklich bald vorbei. Das ist nicht gut. Parkverstoß. Zack, zack.
Auto abschleppen. Aber wir haben $50 zusätzlich verdient von der Gang. Was halbwegs cool ist. Und ein bisschen Plus bei der Gang geben sollte. Ich sollte echt was essen. Komm zurück, wer ist mit einem Arm? $30. Okay. Dann. $30 sind mir doch zu teuer. Ein Tütchen Donuts, wie üblich. Ein guter Ton, kann Wunder werden. Geht aus Haus, wie immer. Ja, die nehme ich, danke. Die ich nicht ablehnen kann. Vielen Dank. Setz stets zu Diensten. Das ist super. Ein paar Donuts sind immer geil. Das ist der Drogendealer. Wir probieren nochmal das Auto zu durchsuchen. Darunter wird es sein. Das heißt, wir können das runter, das nach rechts, das nach rechts. Wir müssen das hier in die Ecke bringen. Und schon haben wir es verkackt, glaube ich. Ja. Ich bin echt zu schlecht dafür. Das hätte uns wahrscheinlich... Ich konnte nichts finden. Ich muss es nochmal probieren. Ja, das hätte uns wahrscheinlich was Gutes eingebracht. Ich lese ja an, das letzte Mal, dass ich das tat. War in Hanoi, 1963, aber hier stehe ich und Flesian Officer. Ein Veteran, was? Ich war in Vietnam. Also ein stolzer Amerikaner zum anderen. Bitte haben Sie Gnade mit mir. Ich weiß ja nicht. Das letzte Mal, dass ich geweint habe, war ich meinen toten Mann gefesselt. Wollen Sie meine Tränen sehen, Mann? Nein, Sir, das ist nur ein Strafzettel. Ich war bei den Marines, Snapper Fiemann. Bitte lassen Sie einen alten Veteran etwas Ehre. Ja, na gut. Gut, Sie können gehen. Danke, vielen lieben Dank. Ich werde meinen Kameraden von Ihnen erzählen. Kein Problem. Mein Respekt für alle, die in unserem Land dienen. Aber Sie sollten jetzt lieber gehen. Sicher, sicher. Gehen wir es nochmal. Ich muss das doch hinkriegen. So schwer kann das doch nicht sein. Ich muss mich beeilen, das ist nicht gerade legal. So, es muss nach links raus. Ich muss da die Kiste allerdings wegbringen. Verdammt. Ich konnte nichts finden. Ich muss es noch einmal probieren. Wir nehmen einfach den Drogendealer aus. Hallo, Officer. Waren wir uns die Möglichkeiten? Kaufst du? Nope. Warte, passt nicht. Vielleicht später. Ich bin guten Tag hier. So, nochmal. Wir müssen nach rechts. Können wir hochschieben und dann, glaube ich, nach links. Aber... Na, Tag vorbei. Wir haben es nicht geschafft. Schade, ich bin zu blöd dafür gewesen. Die Gang hat sich wieder beruhigt bei mir, das ist gut. Polizei plus 5, wir haben die Strafzettelquote sogar wieder verdoppelt. Nochmal $60 und Polizeiarbeit. Ich habe genügend Fahrzeuge abgeschleppt. Ich bin am Moonwalk eingeschritten, plus 2. Ich bin im Pono-Dan eingeschritten, plus 2 bei der Polizei. Ich habe die Suche nicht geschafft bei der Mafia. Das gibt mir ein bisschen Minuspunkt. $300 für die Alimente. Ich habe 300 sogar noch übrig. Das ist super. Ein bisschen bei der Mafia jetzt verkackt. War egal. Die Bürger sind gut. Der Pono-Ladenbesitzer hat mir geholfen. Ein bisschen ärgert mich das mit der Mafia, aber da können wir nichts tun. Gegen, bei der Gang steht die jetzt hier eigentlich dabei? Nee. Bei der Gang steht gar nicht dabei, dass ich den gemacht habe, aber dafür haben wir das Plus bekommen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao!